only thing I do is dig out the trash. Now it's much harder to laugh, hard to get up and then work on my craft. I need inspiration, don't need no validation. No more medication. Eine Frage, die letzten Tage immer wieder hochkommt, ist, wie funktionieren dieses Icon Passing bzw. die Vision Control? Gibt es ein System dahinter? Ja, gibt's. Schauen wir uns mal genau an, wie man das am besten rausfinden kann und welche Position genau welche ist. Los geht's. Das ganze Test natürlich im Trainingsmodus, da kann man das schön simulieren, machen ein Teamtraining, machen hier einen Spielaufbau und machen 5 Offensive, keinen Defensiven, dass wir durcheinander kommen und machen auch weiter. Bevor wir jetzt hier genau anfangen, nochmal die Erklärung zur Tastenbelegung, zum Vergleich zwischen Xbox und PlayStation. Ich spiele wie bekanntlich auf der Xbox. Bei mir ist die RT-Taste, ist bei der PlayStation die R2. Bei mir Dreieck ist, andersrum, bei mir Y ist bei euch Dreieck, bei mir X ist bei euch Viereck, bei mir B ist bei euch Kreis und A ist bei euch X. Das ist der Unterschied Xbox zur PlayStation. Hätten wir jetzt die RT oder R2-Taste gedrückt, kommen auf einmal diese Icons über den Kopf. Da ich euch ganz erklärt, das hat jeder sein festes Logo, also der Center ist immer Y, der rechte Flügelspieler ist immer B, der linke Flügelspieler ist immer X und A ist immer der linke Verteidiger. Das heißt, ich bin mit Kelmer Kai jetzt der rechte Verteidiger, da auch wieder aufgepasst, bei Hockey Ultimate Team stellen wir die andersrum, müsste umdenken, das ist jetzt eben aus der Standard, dass halt die Leute auch richtig stehen, wie sie normal im Spiel auch stehen. Da lohnt sich natürlich auch zu wissen, und es ist jetzt eigentlich egal, welchen Modi er spielt, wer welche Position spielt. Hier eben Nathan McKinn, Y ist unser Center, Vladimir Kuschkin, X, unser linker Flügelspieler, rechter Flügelspieler ist Mikko Rantanen, B, und unser zweiter Verteidiger hier, die A, ist dann Devin Toews. Bis hierhin war es noch einfach, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo es kompliziert wird. Ganz klar, wir haben 4 Tasten, aber 5 Spieler, das heißt, haut nicht ganz hin. Da einfach erklärt, immer der Spieler, der den Pass bekommt, gibt seinen Buchstaben ab. Das ist wahrscheinlich am einfachsten. Also ich mache jetzt hier, wenn es hier KMK eben, macht er auf Y. Was wir wissen, ist, dass Nathan McKinn ist unser Center, heißt Y. Jetzt hat dadurch KMK das Y. Hier ist dreimal den Doppelpass hin und her spielt, bleibt der Buchstabe immer gleich, weil die beiden wechseln, geben sich das Y hin und her. Gehen wir auf Mikko Rantanen hoch. Heißt, in dem Moment, wo ich Mikko Rantanen spiele, was ja eigentlich aus der Grundsteuerung, aus der Grundposition raus, das B wäre, gebe ich das weiter Nathan McKinnon. Was war da Nathan McKinnon? Also unser Center hat jetzt hier das B gehabt. Jetzt hat es wieder ganz normal unser rechter Flügelspieler. Gibt es wieder ab. Und jetzt wird eben der Center zur B-Taste. Und weiter auf X. Heißt, Mikko Rantanen wird jetzt das X. Nikuschkin hat jetzt den Punkt. Nikuschkin, unser linker Flügelspieler, gibt jetzt das X an Mikko Rantanen ab, der eigentlich unser rechter Flügelspieler ist. So, und umso mehr man da hin und her passt, umso mehr wechselt durch dieser Buchstabe. Ob mal irgendwann, wenn man einen Doppelpass spielt, ist es recht einfach, da wechselt es einfach nur hin und her. Allerdings, jetzt wieder Grundposition. Wenn man Puck verliert, dann fängt es dabei bei 0 an, mehr oder weniger. Das heißt, ich bin jetzt wieder KMK. So haben wir auch angefangen. Das heißt, Toews ist unser A, Y ist wieder unser Center. Linker Flügelspieler, Nikuschkin. Nico Rantanen der rechte. So, jetzt haben wir einmal durchgewechselt und fangen mal ganz in der Grundposition an. Ja, das ist eigentlich gar nicht die Grundposition. Verteidiger hinterm Tor ist generell die Grundposition. Also Makar eben jetzt, der sich mit Toews jetzt hinterm Tor, aber nicht mit Kay Makar, hat jetzt Makar das A, unser linker Flügelspieler, der steht jetzt hier auf der rechten Seite mit Vladimir Kuschkin, hat deswegen X und B jetzt hier mehr oder weniger vertauscht. Rantanen eigentlich auf der rechten Seite hat eben das B jetzt, weil er auf der falschen Seite gerade steht, und Mikko und Nathan McKinnon bleibt das Y, ist unser Center, bleibt immer Y, außer wir geben den Pass jetzt her, deswegen hier Pass auf Center, heißt Y geben wir an den Verteidiger weiter. Und dementsprechend bekommt Toews das A, weil er eben an Makar den Pass gegeben hat. Aber ich sage, wenn man da mal ein bisschen durchblickt, wer da wen was abgibt, da kann man es umso mehr mal hin und her passen, umso mehr wird es dann auch verwirrender. Was halt ganz, ganz wichtig ist, wenn ihr den Puck verloren habt, das heißt, wir passen einfach mal dahinter, und wir nehmen den neu auf, wir fangen jetzt von 0 an, mehr oder weniger, dann resettet sich das alles, heißt, wir bleiben bei unserem Center bei Y, Verteidiger bei A, rechter Flügelspieler ist B und links X. Ja, und das ist eigentlich schon der ganze Clou dahinter. Wie gesagt, im Hockey Ultimate Team aufgepasst, weil hier gerade eben mit Toews und Makar, die würden mir im Hockey Ultimate Team die Seiten tauschen, dass das eben der linke auf rechts steht und umgekehrt. Genauso bei den Stürmern, der passt bei Mikko Rantanen, passt, glaube ich. Rantanen spielt auf der Seite, aber Jean-Drouin wird jetzt in dem Fall eigentlich auch hier irgendwo auf der rechten Seite spielen, weil er eben links schießt.
Also deswegen lohnt sich es durchaus auch so in einigermaßen zu wissen, welcher Spieler ist in der Center, welcher spielt links, welcher spielt rechts. Der Verteidiger ist dann eigentlich schon da relativ. Aber das würde ich auf jeden Fall zumindest mal versuchen zu merken. Und man weiß auf jeden Fall, dass eben B der rechte Außenstürmer ist, X der linke Außenstürmer und Y der Center. Und dann, wie gesagt, bei dem rechten Verteidiger wechselt das Ganze. Heißt, in dem Fall wäre es dann hier daher, dass wir die Verteidiger im Hockey Ultimate Team vertauschen, wäre es eben Kevin Lowe, das durchgängige, ich weiß nicht, was erzählen soll, dieses das random den random Buchstaben bekommt. Ja, das ist eigentlich alles, was ihr dazu wissen müsst. Wenn natürlich noch Fragen sind, gerne stellen und natürlich sauber bleiben. So schaut's aus. Ciao. I know we grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries but always had plans. Only thing I did was take out the trash. Now it's much harder to laugh. Hard to get up and then work on my craft. I need inspiration. Don't need no value.